Hey, what's up, Kumpel? Also, hier, wir werden über Umkehrfunktion, eine Wurzelfunktion reden, ja? Also, da haben wir hier f von x und sein Umkehrgegenteil wäre dann f minus 1 von x. Und y, man kann auch y schreiben mit Gegenteil y minus 1 von x. Das werden wir am meisten benutzen, weil das ist immer leicht und angenehm, damit zu arbeiten, als mit f von x, okay? Also, dann legen wir los mit einem ersten Beispiel, welches wir machen. Hier 1. Moment mal. Ja, da habe ich hier 1 als erstes Beispiel. Da werde ich eine Funktion y gleich 3 Wurzel aus x minus 1. Dann wollen wir hier die Umkehrfunktion davon haben. Also, um das zu machen, es gibt einen sehr interessanten Trick, sehr einfach auch. Man muss nur x und y hier tauschen und weiter berechnen. Und das kommt einfach klar bis zum Ende. Also, so gesagt, machen wir statt hier y gleich 3 Wurzel aus x minus 1, schreiben wir x gleich 3 Wurzel aus y minus 1. Ja? Gut. Und dann hier können wir durch 3 dividieren erstmal, damit wir diese Wurzel hier auf der Seite isolieren können. Ja? Okay, das wäre denn hier x geteilt durch 3 gleich Wurzel aus y minus 1. Ne, y muss gut geschrieben werden. Das ist auch kein Fehler. Okay, gut. Das wäre denn y minus 1. Ja? So, jetzt wollen wir. Oder wollen wir, müssen wir aber, weil wir hier xy suchen, dann müssen wir hier die beide Seiten der Gleichung quadriert. Das heißt, kann man auch so schreiben, so quadriert. Da haben wir hier x hoch 3 geteilt durch 9 wäre dann gleich y minus 1. Ja, wenn man das quadriert, dann bekommt man minus 1, weil Wurzel und Quadrieren sind eigentlich Gegenteil, ja, Gegenteilfunktionen. Okay, jetzt können wir auch noch plus 1 rechnen. Dann bekommen wir hier x hoch 3 geteilt durch 9 plus 1 gleich y. Ja, und das ist eigentlich unsere Umkehrfunktion, der Funktion hier. Okay, so, dann machen wir so. Wir können das ja mit Rot unterschreiben, so. Und hier das hier als f minus 1 von x nennen, wie wir vorher gesagt haben. Und das ist hier die Umkehrfunktion unserer Wurzelfunktion hier. Okay? Also, Kumpel, in dem nächsten Video werde ich eine andere machen mit Expo-Funktion. Ein bisschen interessant, ja, aber auch so leicht. Ja? Okay. Danke fürs Zuschauen. See you later, Alligator.